Und weiter geht's mit Mission 3 der Sowjetkampagne. Unsere höchsten Politiker haben heute an der Parade zur Feier des bevorstehenden Sieges über die Vereinigten Staaten teilgenommen. Premier Romanow persönlich überreichte den Stalin-Orden dem Helden des Kampfes, General Wladimir. Wir beide kennen die Wahrheit, Kamerad. Ich meine, die Tatsache, dass Wladimir schneller in Moskau ist, darf doch nicht bedeuten, dass er alle Lorbeeren ernten kann, oder? Na egal. Ich werde Ihnen etwas Wichtiges sagen. Das menschliche Hirn ist eine Pandora-Büchse mit elektronischen Strömungen. Aber wir sind erst ganz am Anfang. Die meisten Gehirne sind nur Befehlsempfänger. Wie auch immer, ein paar sind weiter. Sie senden und empfangen Signale, die sie ausgesucht haben. Das ist mein Leuchtfeuer. Passen Sie auf. Damit können wir jede Botschaft versenden. Und wir werden diese Hightech-Geräte überall aufstellen. Letzten Endes sind die Amerikaner in unserer Hand. Ihr Geist, ihr Körper und wenn wir wollen, ihre Seele. Kamerad, beginnen Sie diese Psycho-Invasion in New York City. Einen Sieg in dieser Stadt wird Romanow nicht einfach übersehen können. Eintreffende Nachricht. Leuchtfeuer. Genosse General, der Premier wartet von Ihnen die Eroberung des bekannten kapitalistischen Schreins in New York, das sogenannte World Trade Center. Nach der Bewältigung der dortigen Verteidigungsanlagen bauen Sie ein Leuchtfeuer, um Kontrolle zu gewährleisten. Willkommen in New York. Nehmen Sie das Forschungslabor der Alliierten im World Trade Center ein und nutzen Sie die Technologie zum Bauen des Psycho-Leuchtfeuers. Wie gesagt, das Spiel wurde ganz kurz vor dem Anschlag am 11. September entwickelt, beziehungsweise kam es raus. Wie ich ja schon mal erwähnt hatte in der Alliierten-Kampagne, in der Ursprungsfassung vom Cover hat man sogar das brennende World Trade Center gesehen, das hat man dann aber entfernt nach den Einschlägen. Okay, machen wir schnell die Raffinerie und daran kann ich mich noch erinnern. Hier hat man das erste Mal das Leuchtfeuer mit den Sowjets aufgebaut. Und hier General Wladimir. Der Arschkeks, nichts gerissen, großes Maul aufgemacht, voll in die Falle reingefahren und dann am Ende die Lorbeeren abholen. Aber Juri hat's auch begriffen. Hat schon gesagt. Neue Bauoptionen. Aber schön. Produktion läuft. Ah, wir haben sogar schon einen Radarturm. Schön. Produktion mit dem Radarturm können wir dann nämlich Flak-Trooper bauen. Neue Bauoptionen. Richtig. Oh, und Tesla-Trooper auch schon. Training. Machen wir mal ein paar. Produktion läuft. Einheit bereit. Wie haben die Flak-Trooper gekostet? 300. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Tesla Anzug, marschiere los. Lade auf. Hallöchen. Einheit bereit. Tesla Anzug, Problem ist halt, Tesla-Trooper und Flak-Trooper, die können alles im kleinen Gebäude einnehmen. Das können doch ganz normale Rekruten. Da können wir auch mal ein paar holen dafür. Einheit für solche bereit. Zwecke. Flak-Trooper, da. Ich gehe. Ja, die haben wir bis jetzt noch gar nicht gesehen, die Flak-Trooper. Wenigstens habe ich einen Job. Bin unterwegs. Einheit bereit. Ich arbeite daran. Analyse der Diagramm. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Eintreffende Nachricht. Kamerad General, Sie müssen Ihre Psychokommandos mehr in Richtung Feind bewegen. Ihre Überzeugungskraft wird eine große Hilfe sein. Einheit bereit. Hechtgebäude erobert. Überzeugungskraft. Das sind Juri-Klone. Sie heißen ja einfach nur. Ah, sie heißen jetzt hier Psi-Turupe. Einheit bereit. Der Geist ist. Hechtgebäude erobert. Gedanken erfasst. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Der Geist. Ihr merkt übrigens, sie können auch sich entfalten, wenn man das dieses Eingraben, was man sonst immer sieht, das könnt ihr hier auch. Ich merke gerade das Problem, ich möchte das gerne unten platzieren. Wenn man das macht, ich habe die extra ein bisschen entfernt.
Das ist so eine Psy-Schockwelle quasi. Die macht Schaden an allen Infanteristen im Umfeld. Die ist gar nicht mal so ineffizient. Produktion abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob das Friendly Fire gemacht hat. Tesla-Anzug bereit. Dann ist ein Garastat. Ich mag die Tesla. Nein. Nein. Reparatur läuft. Gerne mal befördert werden. Produktion läuft. So, Produktion läuft. Jetzt kommt's, der V3 Raketenwerfer. Kommt's erst, wenn ich ihn ausgebildet habe. Okay. Produktion läuft. Einheit bereit. Der V3 Raketenwerfer hat eine große Reichweite und ein riesiges Zerstörungspotenzial. Zerstörung pur. Aber lassen Sie ihn nicht unbeaufsichtigt. Zerstörung pur. Ja, genau das habe ich bestellt. Gebäude eingenommen. Produktion läuft. Einheit bereit. Okay, Training. Noch ein bisschen gemischt. Produktion abgeschlossen. Ah, genau so was wollte ich. Scheiß Auto. Einheit bereit. Moment, wofür haben wir den V3? Unzureichende Credits. Unsere Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Reparatur läuft. Mit den Russen kann man halt wirklich sehr schön die Verteidigung immer auf Distanz knacken. Also noch auf noch größere Distanz als mit den Prisma-Panzern. Bereit, Genosse. Bereit, Genosse. Bereit. Einheit bereit. Lade auf. Einheit bereit. Ich würde ja gerne mal ein bisschen erkunden, dafür kommen wir dann ein paar Wachhunde einsetzen. Bereit, Genosse. Fahrzeug, zählig gesichtet. Einheit bereit. Angriff. Das fand ich eigentlich anders. Fahrzeug, Position wird geändert. Ja, natürlich. Hier irgendwas? Hallo? Einheit bereit. Hier irgendwas? Ja, natürlich. Ja, von wegen, ey. Lüg mich nicht an. Bereit, Genosse. Position bestätigt. Flak, lass da. Einheit bereit. Komm, ich möchte mehr Tesla-Tube haben. Ich mag die. Schon einmal sie auch nicht überfahren werden können und gegen alles effektiv sind. Na gut, kein Loop dann halt in den Seilwerfen, aber sonst sind sie super. Einheit bereit. Die Tesla-Tube werden gar nicht genauer eingeführt. Das finde ich ein bisschen schade. Die sind irgendwie so selbstverständlich für die Russen. Entschuldigung, sind jetzt. Voraus, Jäger. Einheit bereit. So, komm mal ein bisschen lang. Dieses Brrrr, das Knurren von den Hunden ist das gleiche wie bei Alarmstufe Rot 1 schon. Ah, das müssen wir auf kurz oder lang auch spielen. Goku, mal gucken, ob sie ausweichen. Produktion läuft. Nein. Anscheinend nicht. Oh, dass die das noch überleben außenrum. Bereit, Genossen. Wir machen sie fertig. Lade auf. Einheit bereit. Bereit, Genossen. Wir machen sie fertig. Einheit bereit. So, unsere Psy-Tuber. Schicken wir mal da oben ein bisschen lang. Hatten wir nicht 5? Oder waren es doch nur 4? Einheit bereit. Kann sein, dass es doch nur 4 waren. Einheit bereit. Musst du unbedingt da, hier, da, dort sein. Einheit bereit. Das ist doch ein Sprengel-KW eigentlich, ne? Ja, einfach nur Laster. Elektroden bereit. Position wird geändert. Feind gesichtet. Ja, Techniker auf dem Feld. Oh, was haben wir übernommen? Einheit oh, den GI. Man sieht übrigens genau, der hat ihn jetzt eingenommen. Jeder kann nur einen einzigen einnehmen. Es ist quasi... Ja, es ist echt eine Priester... Wie bei Age of Empires, die Priester bloß auf Steroiden quasi. Sie können es instant übernehmen, aber der Nachteil ist eben nur einen einzigen. Gleichzeitig. Sobald wir jetzt jemand anderes mit dem hier übernehmen, dann wird der GI wieder befreit. Wir sollten ja echt mal ein bisschen erkunden, sonst...
Oh, der sich automatisch noch eingegraben hat. Wollt ihr mich verarschen? Warum habt ihr nicht automatisch übernommen? Ja, natürlich. Einheit bereit. Mann, ich verliere die ungern. Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie jetzt automatisch Stück für Stück übernehmen, aber was war denn das jetzt bitte? Einheit verloren. Oh Mann. Das war gerade richtig eklig. Einheit verloren. Einheit bereit. Machen wir's klassisch. Position bestätigt. Position bestätigt. Position bestätigt. Einheit bereit. Die Flak-Turbos sind übrigens scheiße gegen Gebäude und Fahrzeuge, aber sie sind sehr gut gegen Infanterie. Und natürlich gegen Flugzeuge ist ein Flak-Turbo. Und gerade bei den Alliierten braucht man das eher Flaks. Schon alleine wegen den ganzen Rocketeers, die ja hier und da mal rumschwimmen können. Hi. Position wird bestätigt. Wir machen sie fertig. Bereit. Wolken des Todes. Ja, Wolken des Todes. Recht hat er. So, was seid ihr wahnsinnig? Angriff. Einheit bereit. Position bestätigt. Auf geht's. Position wird geändert. Position bestätigt. So, noch ein bisschen scouten. Das hier unten hätten wir soweit. Bereit, Genossen. Position wird geändert. Einheit bereit. Fahrzeug auf Ordnung gesichtet. So, mach mal weg. Elektroden bereit. Marschiere los. Nur noch ein einzigen. Das nervt mich schon ein wenig, dass sie jetzt so weggeballert wurden. Die haben einfach nichts übernommen. Einheit verloren. Hätte ich die Befehle wirklich selbst geben müssen? Das ist ja ekelhaft. Einheit verloren. Echt alle Panzer schon näher. Training. Einheit bereit. Produktion läuft. Einheit verloren. Wir fördern sich viel zu langsam. Einheit bereit. Warte auf Order. Ziel gesichtet. Position bestätigt. Ziel gesichtet. Einheit verloren. Ich weiß, wie ich die auch. Weil ich fand die Raketen immer so stylisch, deswegen habe ich die auch gerne Masse eingesetzt, die IWFs immer. Einheit bereit. Einheit befördert. Bereit. Warte auf Ordnung. Einheit bereit. Mach mal den Bunker weg. Position wird geändert. Auf geht's. Position bestätigt. Ziel gesichtet. Ah ja, übrigens, die Psychokommandos können nur Einheiten und Fahrzeuge einnehmen. Einheit verloren. Gut, Flugzeuge glaube ich auch, aber nur wenn sie gelandet sind, wie die Harrier beispielsweise, nur wenn sie unten auf dem Boden sind. Bereit. Warte, Position wird geändert. Elektroden bereit. Wo an der Brücke sehe ich kaum was. Bereit, Genossen. Fahrzeug, Position bestätigt. Angriff. Dies ist eine harte Waffe. Einheit bereit. Nee. Auf die Nähe, die Raketen reinknallen. Einheit bereit. Einheit verloren. Ich brauche auf jeden Fall mehr Panzer, mehr Tesla-Tube. Training. Warte auf Ziel gesichtet. Ein paar Flaklaster wären auch nicht schlecht. Einheit bereit. Bereit. Position wird geändert. Einheit bereit. Position wird geändert. Ah, super. Stück zurück. Lass das von den V3-Raketenwerfern machen. Überprüfe Verbindung. Techniker auf dem Feld. So. Position wird geändert. Einheit bereit. Position wird geändert. Einheit bereit. Speichern wir nochmal. Okay. Gerade nochmal geguckt, ob die Aufnahme auch läuft. Bereit, Genossen. Elektroden bereit. Verbindung. Bereit. Position wird geändert.
Sollte ich ein bisschen langsamer reagiert haben, würde ich wundern. Position wird geändert. Tesla, Gummisohlen. Bereit. Dies ist eine harte Waffe. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit befördert. Bin unterwegs. Einheit bereit. Ist ja lustig, wie diese Raketen Hauptsache effektiv gegen Infanterie sind, aber nicht gegen Panzer. Aber ansonsten sind Raketen immer effektiv gegen Panzer, aber nicht gegen Infanterie. Diese guten Regeln der Strategie spielen. Die sind auch immer so gedreht, wie es gerade recht ist. Einheit verloren. Ziehen wir mal schnell kaputt. Einfach ganz viele Panzer im Notfall. Ich glaube, die haben ja noch gar keine Rocketeers. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Einfach nur Forschungslabor einnehmen, bauen und verteidigen sie Psycholeuchtfeuer. Warum können wir das Psycholeuchtfeuer nur bauen, wenn wir ein amerikanisches Forschungslabor eingenommen haben? Einheit bereit. Gibt's da auch nur ansatzweise eine Verbindung? Position bestätigt. Auf geht's! Position bestätigt. Bereit, Genosse. Auf geht's! Der Geist. Geist ist schneller als das Auge. Sag mal, ihr könnt ruhig mal wieder ein bisschen was sammeln. Na gut, wem von denen ist es? Hier gibt es in der Nähe aber keine. Doch, da hinten. Was habt ihr für Probleme? Scheiße. Position bestätigt. Befördert. Rücken wir mal vor. Position wird geändert. Ja, da wären wir sogar schon. Position bestätigt. Wir machen sie fertig. Einheit bereit. Im Notfall klappt es auch immer mit vielen Panzern. Das ist so, das ist sowieso hier sowjetischer Grundsatz. Mit Panzern klappt es immer. Egal, was man sonst probieren kann. Panzer sind immer die Lösung. Das ist auch schon im ersten Alarmstufe so gewesen. Einheit bereit. Da waren die Sowjets auch schon derbe überlegen, was Panzerfahrzeuge angeht. Wenn ich derbe sage, dann meine ich derbe. Ja, man muss halt wirklich sagen, Alarmstufe 2 haben die Alliierten wenigstens was drauf. Alarmstufe 1 war ziemlich heftig imbalanced, wie ich finde. Da waren die Russen in nahezu allen überlegen, es sei denn, aber wehe, es geht auf See. Und die Alliierten können ihre Schlachtschiffe einsetzen, dann, ja. Dann hat sich das Ganze mal um 180 Grad gewendet. Einheit verloren. Einheit befördert. Beziehungsweise Kreuzer hießen die, glaube ich. Einheit bereit. Aber eigentlich sind es Schlachtschiffe gewesen. Fahrzeug, berichtet. Position bestätigt. Position wird geändert. Angriff. Auf geht's. Training. So, Werkzeuge bereit. Einer nimmt mal das Teil hier ein. Ja, Commander. Fahrzeug, berichtet. Position bestätigt. Fahrzeug, auf geht's. Berichtet. Ich könnte die auch schneller transportieren. Bin auf dem Weg. Bereit. Und so. Ach komm, der andere kann noch raus. Ich könnte es ja auch anders machen. Position wird geändert. Wir können das anderes machen. Überprüfe Verbindung. Warte auf Ordnung. Position wird geändert. Warte auf Ordnung. Mal eben kurz noch ein bisschen scouten. Einheit bereit. Also schaut, die Brücke hier führt direkt dahin. Warte auf Ordnung. Gesichtet. Überprüfe Verbindung. Bereit. Fahrzeug aufgerichtet. Auf geht's. Warte auf Ordnung. Das ist stärker als bei Panzer. Schnee. Kriege ich gleich eine Reparaturstation. Geschenkt. Angriff. Ja, der Winter. Yay, das ist jetzt eigentlich probieren. Oder ging das bloß, wenn wir da reinfahren? Ich glaube, das ging bloß, wenn wir reinfahren, oder? Aber dafür hatten wir ja eben noch ein kleines Geschütz drauf. Auf geht's! Es gibt Dinge, über die ich mich schon mal gefreut habe. Einheit verloren. Position bestätigt.
Position wird geändert. Warte Position auf bestätigt. Position bestätigt. Position wird geändert. Bereit. Position bestätigt. Warte auf Tatsache, die haben sich nicht repariert. Da sind ganz viele hier. Position wird geändert. Bringt es irgendwas, die Dinger einzunehmen? Ich kann mich nicht so wirklich erinnern. Fahrzeug aufgerichtet. Position bestätigt. Position bestätigt. Komm, nehmen wir mal das Air Force Hauptquartier ein. Einheit verloren. Bereit, auf geht's. Gebäude eingenommen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Primärgebäude ausgewählt. Bereit, auf geht's. Bereit, Genoss. Fahrzeug no, auf keine Autoreparatur. Position bestätigt. Oh, hi. Dankeschön, herzlich. Toll gemacht habt ihr das. Ihr solltet da nicht ran. Wunderbar. Neues Ziel erhalten. Ich denke mir immer so, Missionszielaktualisierung, aber nee. Gestoppt. Abgebrochen. Bereit, gearbeitet dran. Ja, komm mal ran. Ich glaube, ich nehme vorher noch die anderen Teile ein. Position wird geändert. Eine Limo. Einheit bereit. So, machen wir mal kaputt. In einer Reihe. Bereit, Genoss. Fahrzeug berichtet. Auf Arbeit dran. So. Bitte aufhören, Wegpunkte. Danke. Los, Flaglaster. Einheit bereit. Einheit verloren. Nicht mein Flaglaster, den brauche ich noch. Bereit, geht's. Position wird geändert. Auf geht's. Okay. Fahrzeug, hier macht man hier kaputt. Fahrzeug, auf geht's. Was? Einheit befördert. Oh. Fahrzeug, berichtet. Wir machen sie fertig. Bereit, der qualmt schon ein bisschen. Testgebäude erobert. Analyse der Diagramme. Da hinten könnte man eigentlich Position eine Raffinerie dort aufstellen, direkt neben die Diamanten. Das wäre gar nicht mal so unklug. Bin auf dem Weg. Auf Order. So, du hast einfach mal repariert. Nur so aus Spaß. Tesla-Anzug bereit. Überprüfe Verrichtung. Raus mit der Suppe. Fahrzeug. Einheit repariert. Schon fertig? Nö. Gut, das ist ein sehr leichtes Fahrzeug mit so wenigen Lebenspunkten. Ich denke mal, es ist alles Lebenspunkte basiert. Hechtgebäude erobert. Ja, mit vielen Panzern kriegt man auch die Infanteristen gut weggeschossen. Position wird geändert. Auf geht's! Irgendwo ist doch die böse Kaserne, da haben wir sie. Produktion abgeschlossen. Machen wir einfach alles andere kaputt. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Eigentlich ist es ein bisschen doof, dass ich hier unbedingt alles zerstören muss. Ja, dadurch verschwindet dann ein kleines nettes Detail. Wir sind nicht mal eine einzige alliierte Einheit, oder? Schade. Obwohl, andererseits, ich glaube, wir müssen doch eh noch verteidigen. Ich glaube, da war was. Produktion läuft. Position wird Einheit befördert. So. Hallo World Trade Center, ich glaube, das könnte man sogar besetzen, wenn wir es drauf anlegen. Man könnte es sogar kaputt machen. Training. Werkzeuge bereit. Wieder reparieren. Fahrzeug, wir machen die Fertig. Einheit befördert. Wisst ihr was? Einheit bereit. Position wird Gebäude verkauft. Das läuft. Vielleicht kann ich behilflich sein. Bereit, Gebäude gesichtet. Ich mach's mal kaputt. Einfach. Einfach, weil es geht. Ah. Produktion abgeschlossen. Einheit befördert. Juri schickt uns Verstärkung. Jetzt müssen wir halt noch ein bisschen verteidigen. Abgesagt. Tesla an die Bereiche Fahrzeug berichtet.
Produktion läuft. Oh, zum Glück haben wir ein bisschen was an Flak dabei. Oh, komm, aber mal Panzer gelandet. Hi. Ich hoffe, die Panzer werden so ein bisschen mit Flakfeuer belegt. So, mal ein bisschen. Wir können leider noch keine Flaks bauen. Einheit verloren. Produktion läuft. Produktion abgeschlossen. Einheit befördert. Produktion abgeschlossen. Einheit befördert. Einheit bereit. Mann, wann landet denn das Ding endlich mal? Ah, da haben wir tatsächlich auch ein paar Psychotrooper bekommen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Oh, leck mich doch! Leck mich doch! Reparaturen, Achtung! Feindliche Luftwaffe entdeckt! Achtung! Feindliches Panzerbataillon entdeckt! Einheit befördert! Alter, ist das knapp! Einheit verloren! Repariert den Scheiß! Einheit bereit! Warum dauert das so lange? Oh, ich dachte jetzt schon echt, das war's. Wir speichern das mal. Das war jetzt heftig. Ich unterschätze immer wieder, dass wir auf schwer spielen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Denn schwer ist schwer, habe ich gehört. Einheit verloren. Produktion abgeschlossen. Einheit befördert. Oh, wir haben einen übernommen. Einheit bereit. Einheit verloren. Leuchtfeuer platziert und bereit. Yay, das war's schon. Erdsammler unter Beschuss. So viele Stimmen in meinem Kopf. Es lebe die Sowjetunion. Yay, wir haben alle. Einsatz erfolgreich. Leuchtfeuer erfolgreich. Puh, sie sind geleuchtfeuert. wir sind jetzt ein... Ach du Scheiße. Aber ist irgendwas, hat irgendwas mit Sargent zu tun. Ein Feldwebel. Sie haben die Macht von Premierminister Romanov vergrößert. Amerikanische Zivilisten laufen in Scharen zu unserer Armee über. Okay, wunderbar. Das war Mission 3 der Sowjets. Wir haben erfolgreich ein Leuchtfeuer in New York platziert. Alles klar. Ihr merkt, es gibt so ein bisschen Parallelen zu den alliierten Missionen. Es gibt da so durchaus, so vom Fortschritt her, ist das durchaus ähnlich, so von den Missionen, bloß eben aus anderer Perspektive. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Mission. Bis dahin. Bye, bye.